Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. Brillen sind ja voll im Trend und nicht nur Brillenträger können aus vielen schönen Modellen wählen. Selbst Leute, die gar keine Brille brauchen, nutzen sie inzwischen häufig als Accessoire. Aber es gibt auch viele Situationen, in denen eine Brille stört. Zum Beispiel in der Freizeit oder auch beim Sport. Gut sehen ohne Brille ist dann das Ziel. Eine Möglichkeit ist die Laserbehandlung und die haben wir uns im Laserzentrum Allgäu mal angeschaut. Bernd Martin hat einen Termin im Laserzentrum Allgäu. Er träumt von einem Leben ohne Brille. Katharina Richt erwartet ihn schon. Sie ist Optikermeisterin und Refraktivmanager. Sie untersucht Bernd Martins Augen. Das ist vor einer Laserbehandlung genauso wichtig wie vor jeder anderen OP. Es ist natürlich so, dass wir klären wollen, ob das Auge wirklich auch für die Laserung in Frage kommt, ob da nicht irgendwelche Ausschlusskriterien vorliegen, zum Beispiel eine Unregelmäßigkeit der Hornhaut oder eine sehr dünne Hornhaut, wo man dann vom Lasern auf jeden Fall Abstand nehmen würde. Also da sind sehr, sehr hohe Sicherheitskriterien, die wir da einfach erfüllen möchten. Ist alles abgeklärt, findet ein ausführliches und individuelles Beratungsgespräch statt. Also wir klären natürlich verschiedene Faktoren ab, sehr individuell. Wie alt ist der Patient? Was hat der Patient für Sehanforderungen? Wie ist seine berufliche Situation? Besteht da möglicherweise auch eine Verletzungsgefahr des Auges? Dementsprechend ist die Voranamnese, das Gespräch davor, wie die Lebenssituation ist, dieses Menschen ganz, ganz entscheidend. Ebenso entscheidend ist die Analyse des Auges. Auf Basis dieser Daten entsteht so eine Art Landkarte des Auges. Das ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Jedes Auge ist da einzigartig und das kann eben dann auch der Laser ganz individuell behandeln. Bernd Martins Laserbehandlung steht jetzt nichts mehr im Wege. Dr. Thilo Schimicek begleitet ihn zum Laserraum. Zum letzten Mal die Brille ablegen. Die Laserbehandlung ist vergleichsweise risikolos und schmerzfrei. Bei der Laserbehandlung handelt es sich um eine oberflächliche Behandlung. Das heißt, das Auge muss für die Behandlung nicht eröffnet werden. Und das macht die Behandlung grundsätzlich natürlich sicherer, als wenn man jetzt im Auge operieren würde. Das Auge ist mit Augentropfen zuverlässig betäubt. Das funktioniert hervorragend. Das heißt, man merkt eigentlich von der Laserbehandlung überhaupt nichts. Das ist schon faszinierend. Das funktioniert sehr gut. Der Eingriff selber ist nach rund 10 Minuten vorbei. Bernd Martin kann sofort danach aufstehen. Lasern ist inzwischen sehr ausgereift. Es hat also über Jahrzehnte seine Sicherheit und seine Effektivität bewiesen. Es wurde immer weiterentwickelt und wir haben also wirklich ein sehr hohes Maß an Perfektion erreicht. Und insofern, wir haben extrem zufriedene Patienten und insofern, wer sich das wünscht, für den ist das wirklich eine sehr sichere und tolle Möglichkeit, die Fehlsichtigkeit entfernen zu lassen. Nach dem Eingriff ruhen sich die Patienten noch eine gute halbe Stunde aus. Noch sieht Bernd Martin alles wie durch einen Schleier, aber das wird schnell besser und er kann dann auch wieder alles machen. Bernd Martin startet dann in ein neues Leben. Ein Leben ohne Brille. Einen Moment mal nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Das Handy fällt auf den Boden und das Display ist beschädigt. Dann ist der Schreck wohl erstmal groß. Aber es muss natürlich nicht gleich ein neues Handy sein. Für entsprechende Reparaturen gibt es ja Spezialisten. Wie beispielsweise Dippis Handyklinik mitten in der Kemptner Innenstadt. Wir haben 80 Millionen Einwohner, über 80 Millionen Handys. Das heißt, spricht dafür, dass jeder ein Handy hat. Wenn die Handys runterfallen und das tun sie eben in dem Alltag, dann wollen wir, dass die Kunden zu uns kommen, dass sie es bei uns reparieren und dass sie sich halt nicht für viel Geld ein neues Handy kaufen. Die Technologie von den Handys wird auch immer komplizierter und wird immer kleiner. Das heißt, nicht mehr jeder ist in der Lage, ein Handy selber zu reparieren. Das heißt, wir haben ausgebildete Techniker, dass die das dann für den Kunden machen. Wir wollen uns von der Konkurrenz abheben. Wir bieten einen Express-Service an. Das heißt, jeder Kunde, der ein iPhone hat, kann zu uns kommen. Wir können jeden Defekt innerhalb kürzester Zeit reparieren. Der gibt sein Handy ab, wartet maximal eine Stunde, kann bei uns auch schön gemütlichen Kaffee trinken. Währenddessen machen wir das Handy fertig, reparieren es. Dippis Handyklinik ist ein Franchise-Unternehmen. Wir haben derzeit 11 Filialen geöffnet. Unser Plan und Ziel ist es, bis 2020 200 Filialen zu eröffnen. Franchise-Nehmer kann jeder werden, also auf unserer Homepage gibt es auch genug Informationen dazu, einfach kann man sich bewerben.
Die Bis Handy Klinik hat eine eigene Hausmarke, der Name ist Stibili. Wir bieten über Stibili zum Beispiel Hüllen an oder Kopfhörer oder Panzergläser, einfach komplett Zubehör für Handys. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt, der kann eigentlich alles Mögliche kaufen, was er im Bereich Handy benötigt. Ein tiptop gereinigtes, gepflegtes Auto sieht nicht nur gut aus, es hält auch länger. Und wenn man es dann später mal gebraucht verkaufen will, bekommt man sicherlich auch den ein oder anderen Euro mehr dafür. Ein Spezialist für alle Fragen rund um Autoreinigung und Pflege ist die Kfz-Aufbereitung Kempten. Die Kfz-Aufbereitung Kempten in Waltenhofen ist ein echter Spezialist für alle Fragen rund um Autopflege und Reinigung. Das gilt sowohl für Polster und Armaturen als auch für den Lack. Ein besonders wichtiges Thema hier, Flugrost. Bei Flugrost ist es halt so, wenn man das nicht frühzeitig wegmacht, den Flugrost entfernt, dann geht es in den richtigen Rost über praktisch und dann hat man, wie man so oft an manchen Fahrzeugen sieht, richtige Rostflecken und dann ist es halt zu spät und dann hilft nur noch Lackieren. Auch der Lack selbst sollte regelmäßig vom Profi gepflegt werden. Farbe und Auto danken es einem. Und wenn man den Wagen später verkauft, können sich die Kosten dafür mehr als bezahlt machen. Ein Fahrzeug, wo professionell aufbereitet ist, bringt heutzutage zwischen, kannst du sagen, um die 1.000 bis 1.500 Euro mehr, wie ein Fahrzeug, wo jetzt praktisch nicht aufbereitet worden ist. Ein Extra-Service ist die Reparatur von Beulen. Sie werden professionell und schonend behandelt. Das erspart oftmals größere und teurere Arbeiten. Wir bieten da zwei verschiedene Variationen. Einmal die Drücktechnik, da wird von innen die Beule rausmassiert. Oder die Zugtechnik mit Klebeverfahren. Wie gesagt, so kleine Parkrempler oder teilweise auch größere Beulen sind da kein Problem. Die bekommt man wieder anstandslos hin. Inzwischen nutzen schon zahlreiche Allgäuer Firmen das Dienstleistungspaket der Kfz-Aufbereitung Waltenhofen. Wie auch die vielen Privatkunden bauen sie auf die hohe Fachkompetenz des Autospezialisten. Es sieht ja wirklich toll aus, wenn es in den Gärten so schön blüht und grünt. Aber nicht jeder von uns besitzt ja immer den sogenannten grünen Daumen. Die Mitarbeiter der Gärtnerei Walker in Altusried haben eben diesen grünen Daumen. Und wir haben sie dort mal für Sie besucht. Die Gärtnerei Walker in Altusried bietet das ganze Jahr hindurch jede Menge Pflanzen, Gestecke und Schnittblumen in großer Auswahl. Hier gibt es alles, was grünt und blüht, sowie vieles, was das Heim ein bisschen schöner macht. Wir bieten trendige Floristik an, viele Dekorationen für alle Anlässe von der Trauerfeier bis zu ganz freudigen Anlässen und da natürlich auch immer das Passende. Und was auch wichtig ist für jeden Geldbeutel, die Wünsche vom Kunden versuchen wir natürlich immer bestmöglich umzusetzen und da ist uns auch eigentlich kein Aufwand zu groß. Stichwort Aufwand, solche Blumenmeere zu pflegen, ist natürlich immer auch eine Frage des Aufwands, den der Kunde selbst leisten kann. Ein typisches Beispiel dafür ist die Grabpflege durch ältere Menschen. Und auch hier bieten die Pflanzenspezialisten der Gärtnerei Walker Hilfestellung. Wir wollen das Grab dreimal im Jahr anpflanzen, Frühjahr, Sommer, Herbst. Es wird gegossen, es wird Unkraut beseitigt, eigentlich alle erdenklichen Arbeiten, wo am Grab anfallen, auch wenn mal ein Unwetter ist, werden die Unwetterschäden wieder behoben und somit, dass das Grab über das ganze Jahr einfach ansehnlich ist. Blumen, Pflanzen oder Gestecke. Die Gärtnerei Walker findet in Altusried und jetzt auch in Wegensbach immer das Passende für jeden Kunden. Ja, liebe Zuschauer, welcher Lesetyp sind Sie denn eigentlich? Gehören Sie zu den Krimilesern, die jede Seite praktisch verschlingen? Oder bevorzugen Sie lieber die großen Romane und Klassiker? Vielleicht sind Sie aber auch ein Sachbuchschmökerer, der sich ein vollständiges Bild zu einem bestimmten Thema machen möchte. Welcher Typ auch immer Sie sind, bei der Buchhandlung Pröbster in Kempten gibt es für Sie das passende Buch. Bücher für alle Gelegenheiten und jedes Interessengebiet. In der Buchhandlung Pröbster in Kempten kommt jeder auf den Geschmack, mal wieder zu schmökern. Also wir sind hier in der Buchhandlung Pröbster spezialisiert auf verschiedene Themenbereiche. Der Hauptthemenbereich traditionell ist an sich bei uns die Theologie mit Devotionalienkreuze und anderer christlicher Kunst. Wir haben uns aber in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, gewandelt und haben ganz viele Kinder- und Jugendbücher bei uns im Programm.
Seit 1989 wird die Buchhandlung Pröbster vom Ehepaar Schrankenmüller geführt. Mit rund 1000 unterschiedlichen Bilderbüchern und einer ganzen Menge an Kinder- und Jugendbüchern hat die Buchhandlung Pröbster mit die größte Auswahl im gesamten Allgäu. Wir leben ganz viel von Stammkunden und die Stammkunden haben wir, weil wir sehr gute Mitarbeiterinnen haben, die sich in den verschiedenen Teilbereichen extrem gut auskennen. Um vor allem Kindern den Spaß am Lesen wieder näher zu bringen, gibt es Bücherkisten zum kostenlosen Ausleihen für Schulen. Aber egal ob Kinder oder Erwachsene, bei Pröbster findet jeder die zu ihm passenden Seiten. Der legendäre Johnny Cash soll einmal gesagt haben: Wir haben uns nie in eine Schublade stecken lassen. Das ist einer der Gründe, warum sich Country-Musik derart verbreitet hat. Ja, und das Gasthaus zum Fuchs in Kempten lässt sich auch nicht in eine Schublade stecken. Mit viel Liebe und außergewöhnlicher Dekoration hat die Wirtin ihr Allgäuer Country-Gasthaus eingerichtet. Die Stube ist wie eine Reise in den wilden Westen. Es soll das älteste Gasthaus in Kempten sein, das Gasthaus zum Fuchs in der Memminger Straße. Jeden Tag stehen zwei besondere Gerichte, die es nur an diesem Tag gibt, auf der Karte. Sie bereichern die ohnehin schon reichhaltige und gut bürgerliche Speisekarte. Als Spezialität des Hauses gelten die Cashbatzen, die hier die Wirtin persönlich und in reiner Handarbeit zubereitet. Aber auch das Fuchs-Käseschnitzel gehört zu den Highlights hier. Vegetarier werden im Fuchs ebenfalls kulinarisch verwöhnt. Neben den besagten Cashbatzen wählen sie gerne die Brokkoli-Hirseleibchen. Ganz neu ist die überdachte Außenterrasse. Hier genießen die Gäste im Schatten nicht nur traditionelle Allgäuer Gerichte, sondern auch Burger vom Angus-Rind. Bis zu 30 Personen haben hier Platz, also durchaus für Familienfeste oder Firmenfeiern geeignet. Auch die Inneneinrichtung kann sich sehen lassen. Die gemütliche Gaststube ist im Western-Country-Style eingerichtet. Viel Liebe zum Detail steckt in der Deko. Das schätzen auch die Musiker, die hier regelmäßig Konzerte geben. Im Gasthaus zum Fuchs ist auch Platz für Übernachtungsgäste. Insgesamt 8 Ein-, 2- und 3-Bettzimmer stehen bereit. Der Fuchs ist unter der Woche mittags und abends geöffnet. Für Konzerte und private Feiern hat er aber auch am Wochenende offen. Und das war's schon wieder für heute in Sachen Tipps und Trends. Machen Sie's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.